Materia, Masimoto. Über die Sektion Ausrüstung und Masimoto im Hauptmenü kannst du deine Waffen und deine Ausrüstungsgegenstände ab sofort frei mit Masimoto bestücken. Probiere es mit Cloud einfach mal aus. Ich wollte ja. Masimoto einsetzen. Du kannst nun Masimoto in deine Waffen und Rüstungen einsetzen. Versuch's doch mal mit der Masimoto-Analyse. Okay. Masimoto wird über das Menü Ausrüstung und Masimoto eingesetzt. Gehe zum Menü Ausrüstung und die wiederholen echt oft die gleichen Wörter. Wähle nun Cloud aus, um Masimoto in seine Ausrüstungsgegenstände einzusetzen. Okay. Masimoto einsetzen. Okay, oben befinden sich Masimoto-Slots für Waffen und unten Rüstungen. Wähle einen leeren Slot. Ja, okay. Es erscheint eine Liste. Analyse. Okay. Dein Masimoto wurde erfolgreich eingesetzt. Durch das Einsetzen von Masimoto kannst du neue Magie und Fertigkeiten aktivieren oder deine Statuswerte verbessern. Probiere verschiedene Masimoto-Kombinationen für deine Waffen und Rüstungen aus, um deine Möglichkeit optimal zu nutzen. Analyse auf einen Gegner, Analyse auf alle Gegner anwenden. Okay. Ja gut. Masimoto verbessern. Masi in Waffen und Rüstungsgegenstände halten nach Kampf FP Fertigkeitspunkte und steigen nach einer bestimmten Menge Fertigkeitspunkte eine Stufe auf. Ah ja, ihr Effekt wird dann verstärkt, was in stärkerer Magie und blablabla resultieren kann. Ja, ja, okay. Got it. Gotcha, gotcha, gotcha Games. Now we're talking. You're done. I'll end. See ya. Piece of cake. Okay, das war actually insane. Und ihr chillt jetzt hier, oder? Es ist halt so klein, ne? Das war ja klar. Ich hätte jetzt echt gedacht, ich habe da jemanden gesehen vorhin. Ah, ein Vogelwesen, das in Gebirgsregionen nistet. Es kann die Schallmauer durchbrechen und seine Beute durch die dabei entstehende Schockwelle töten. Nutze die Elementarschwächen, okay, weiter. Oder weiche im Stundenangriff auf, um sich schockfällig zu machen. Stillbar, Ungeheuerhaut, Nebelsaat. Wirksam ist Grün, Wind, was heißt das? Kannst du mit Gegenständen wieder schnell singen? Heißt es Game Over, okay. Not looking good. Bye. You're done.
Ah, okay. Well, that's that. Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, ob wir jetzt, was wir hergestellt haben, aber ich glaube, es gibt anscheinend nur das. Oder vielleicht ist der Äther für Mana? Ich habe keine Ahnung. I don't have any clues. Aber werden wir rausfinden. Also in der Demo könnten die ja schon ein bisschen mehr Zeug reinpacken, ne? Ist halt immer wieder ein schöner... Ist halt immer ein schöner Glücksgefühl-Moment, wenn man hier so Sachen aufmacht und da ist was drin. Was sind eigentlich die anderen? Okay. Keine irgendwie Bock mitzukommen, aber gut. Wieder zurückgeht. It's a dead end. Rockslide took out the bridge a while ago. Come on back, okay? Okay. Ja. Danke, dass du uns das nicht vorher gesagt hast. Ist ja okay. Ist ja nur ein langer Weg, ne? Ist ja, mein Gott. Das war doch vorher nicht da, oder? War es vorher schon da? Ah, ich sehe übrigens, dass der scheiß Streambug wieder da ist. Mit einer Stunde, das beendet ist, ey. Boah. Das ist so nervig. Gotta make a detour through a Shinra facility. To think I almost made you our guide. Good thing I reconsidered. Otherwise, you'd have led us straight off a cliff. Lead on. Yes. Geil. Yes. Yes, Daddy. Yes, Daddy. Die Physik sind schon ein bisschen strange teilweise. Die Leiter ist auch sehr gut platziert. Hier haben wir nichts mehr Spannendes. Ich sehe nichts. Oh, nice. Oh, was haben wir denn hier? Ja. Materia und Brutalismus. Hier, Cloud. Und wo steht das, was wir haben oder brauchen? Okay. Ich check's vielleicht doch noch nicht so ganz, aber egal. Na kommt. Hallo? Ach, lol.
schöne Augen hat er. Was ist das denn? What? Schriller! Warum hilft uns da keiner? Ja, scheiße. Let's go. Aua. Whoa. '69, ich hab's gesehen. So. That one felt pretty good. That's what she said, actually. And that's really what she actually said. Oh, I'm not joking. She really said that. What? Den Faden verloren. May have been around for a while, but there are still pockets of Mako. Sieht sehr giftig aus, aber okay. Klar. Don't want to get Mako poisoning. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo das hin muss, deswegen ich lasse es jetzt mal noch kurz sein. Was müssen wir machen? Okay.
elevator access restricted due to Mako gas concentrations. Air purification unit must be employed to clear excess Mako gas. Ja, ich check. Hä? Vielleicht? Ah ja. Okay, wir sind einfach aufsaugen. Ich dachte, das ist jetzt eher so eine Kacke, dass wir einfach nicht weiterkommen, aber okay. Lol. Viel zu kompliziert gedacht. Viel zu kompliziert. Was sind die jetzt überhaupt? Okay. Give me that. Oh, give me that. And give me that. Ja, das ist schon eher so das Ding, ne? Wenn hier so viel spawnt. Warte, noch eine? Nee. Ich glaube, ich speichere hier nochmal, weil eventuell kann ich da ein Thumbnail machen. Ich muss mal noch schauen, ob ich da ein schönes Thumbnail draus machen kann an der Stelle. Oder ob ich nach einem offiziellen Coverartzug was mal hernehmen kann. Mal schauen. Da schauen. Schön. Ein Elixier. Was für eins. Scheißegal. Juckt niemand. Das juckt ja niemand. Was für ein Geschütz. Geschütz. Elixier. Dann lass mich go first. Hey, I'm the guide here. Wie schnell die da jetzt vorangelaufen ist. Okay, jetzt läuft's aber ein bisschen strange. Alter. Scheu. Natürlich. Tifa, are you okay? Not really. Uh-oh. What are you... Steht er eigentlich so da, als gäbe es kein Morgen so und sie. Okay. Und den zweiten kriegen wir auch noch. Nein!
Nein! Sie schauen einfach zu, anstatt dass sie irgendwas machen. Oh Junge. 2 Stunden später. Was haben die diese 2 Stunden gemacht, Alter? What the hell? He's in Fate's hands now. Okay. Do you know the way? Yeah. Following the river should get us back to the village. We're not going to the village. Can you get us to the reactor? Sorry, I don't think I can. I see. Well, we certainly can't send you back alone. You'll be safer with us. Okay. I'll be joining you up front this time. What? For your performance review. You kidding me? Good luck. Hä? Was ist das für eine Übersetzung wieder, Junge? Die Halbjungen kannst du hinaufklettern, okay. Ich muss X gar nicht drücken, oder? Rastpunkte. Ah ja, okay. Hinter uns die Gegner. Erstmal ein Päuschen, erstmal ein Snickers, denn du bist nicht du selbst, wenn du Hunger hast. Und kein Leben mehr hast. Zwischen Charakteren wechseln. Du kannst zwischen den Charakteren in deiner Gruppe wechseln, um einen Vorteil aus der jeweiligen Kampfsituation zu ziehen. Das ist cool. Sowas hätte ich mir für Yakuza gewünscht. Das wäre für Yakuza, für Like a Dragon mega nice. Nicht diese rundenbasierende Ding da. Kacke. Außerdem ist es möglich, deine Gefährten zu befehlen, ihre Fähigkeiten einzusetzen, ohne ihn zu ihnen wechseln zu müssen. Oh! Wechsel des aktiven Charakters. Gefährten Befehle geben. Du kannst auch während des Blockens zu einem anderen Charakter in deiner Gruppe wechseln. Okay. Sephiroth stärken. Drücke 4, um die Nahkampfangriffe mit Sephiroth Schwert Masamune auszuführen. Masamune. Gedrückt halten führt stattdessen zu einem Distanzangriff aus. Ah ja. Nach einer bestimmten Anzahl erfolgreicher Angriffe können mit erfolgreicher Klingenschuss als Schwertanz angewendet werden, die Limitleiste aufladen. Während des Blockens mit R1 hat Sephiroth mit seiner Konterstellung. Drücke zeitlich auf deinen gegnerischen Angriff abgestimmt 4, um ihn zu parieren. Ja. Watch and learn. Farewell. So long. Alter, er ist ja absolut overpowered. Holy moly, ist er krass. Holy moly, also Sephi macht Spaß. Der Anführer ist jeweils der aktive Charakter. Kannst du in Anführung... Okay. Und wo? Ah, hier noch ein Speicherpunkt. Können wir gar nicht zu viel haben. Kampfeinstellungen hier. Ah ja. Ah ja, okay. Ja, aber wir nehmen den guten Boy. Sieht auch so jung aus eigentlich, ne? Stufe 40. Ist ja ultra overpowered. Warum braucht der weniger EP? Als der Cloud. Naja. Okay.